Herzlich willkommen zurück zu Zelda Link Between Worlds. Wir gehen jetzt erstmal nach Lorwool in die Schattenwelt und im letzten Part haben wir den Wüstentempel gemacht. Dort haben wir dann die Titanhandschuhe endlich gefunden und können jetzt die fetten Steine hochheben. Was Besseres hätte uns nicht passieren können. Wir hätten natürlich diesen Tempel schon viel, viel, viel früher machen können. Doch leider war das nicht der Fall. So, wie komme ich denn jetzt? Es ist immer noch so ein kleines Rätsel. Wie komme ich da hoch? Über die Wand ja nicht. Also zumindest nicht über die da. Aber da ist noch ein Loch, sehe ich. Vielleicht ist das die Kiste, die wir erreichen, wenn wir über den Friedhof in eins der Löcher steigen, die wir ja vorher nicht öffnen könnten. Weil ich wette, hier gibt es irgendwo ein Loch. Und hier ein Mai Mai wahrscheinlich auch irgendwo. Mai Mai wird hier auch irgendwo liegen. Ich habe zumindest gerade eins kurz gehört. Oder habe ich es hier gehört? Hier. Hier liegt es. Hallo. Halleluja. Endlich geht's voran hier. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hinten den Stein hochheben, der so ganz unauffällig natürlich dort hier liegt. Gut, und rein da. Das habe ich nämlich erwartet, dass dort eine Höhle ist. Oh Gott, es ist ganz schön dunkel hier. Mal Licht. Ich erwarte hier böse Dinge. Im Tempel ist es ja nicht. Es wurde einfach nur angekündigt, dass es hier was Nützliches für uns geben könnte. War da eine Kiste? Da war eine Kiste. Für einen Rubin, ja. Kleinvieh macht auch Mist. Ein Knopf. Aha, okay. Aber eine Fackel gibt es hier jetzt nicht, oder was? In Lorwool ist alles dunkel, Strom sparen. Was seid ihr denn? Ach, Fledermäuse, okay. Ich dachte schon was Böses. Hallo, 5 Rubine. Okay. Ah, diese Fledermäuse. Licht wäre ja echt geil. Aber ist wohl für uns nicht drin. Das ist jetzt doof. So ein bisschen. Merkst du selber, ne? Hallo? Ich laufe hier gerade rum und zerstöre alles. In der Hoffnung, da ist ein Schlüssel. Ist auf jeden Fall das gleiche wie am Anfang, nur ein bisschen anders. Nur ein bisschen. Also wie ganz am Anfang von Hyrule, wo wir in die Kathedrale reingegangen sind. Nur ein kleines bisschen anders. Okay, hier ist eine Tür. Da möchte ich aber noch nicht rein, denn... Wo war denn der Weg nach oben? Da. Da ist die Tür. Da ist eine Tür. Brauche ich den Schlüssel dafür. Gut, die Fledermäuse sind ja jetzt alle tot, außer die eine hier. So, Truhe. Hilft aber nicht. Wir müssen einfach den Weg, in den wir damals für das Herztal in Hyrule gegangen sind. Dann müssten wir genau... Perfekt. Gut, und dann bin ich gespannt. Ich gehe einmal da unten in die Tür rein. Wo war die? Hier. Hier gibt es nämlich nur Rubine. Okay. Dann nicht. Dann geht mir halt nichts Tolles. Und da rein. Oh, oh, Monster. Ach, ihr. Shit. Oh, Moment. Das war jetzt ein bisschen blöde. Oh Gott. Ah. Kommt ihr? Kommt ihr raus? Öffnet eure Augen. Aua. Oh Gott. Ah, man kann euch so hauen. Stimmt. Hä, konnte man die nicht nur mit Bogen hauen eigentlich? Geht weg. Ah. Oh Gott. Ich hasse diese Monster. Die Bogen gehen hier auf jeden Fall schneller kaputt. Das steht fest. Aber die haben jetzt alle 20 Rubine gegeben. Heftig. Licht? Hallo? Linker Hebel, rechter Hebel. Ich glaube, der rechte war in Hyrule, richtig? Ich nehme einfach mal den linken in Lorwool. Das war falsch. Na gut. Aber ihr gebt mir Herzen, das ist sehr gut. Und ein paar Monsterteile. Herzen sind gut. Dann kann ich wieder mit meinem Schwert schießen. Und, ach, hier ist noch eine. Wäre ich fast in die reingerannt. Dann das hier. Auch falsch. Nö. Pech gehabt. Gut. Kommen wir jetzt zu der großen Truhe. Ja, hier ist Licht. Ah. Master Erz. Halleluja. Let's go to the Schmied.
Aber erst zu Mama Mai Mai, oder? Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Gab es hier links, rechts? Rechts gab es keinen Weg nach Hause, nee. Ach, so viele Gegner hier. Ist ja schlimm. Ah, stopp! Ich muss über das Portal in der Kathedrale zurück. Sonst wird das nichts. Ich hätte auch außen durch das Portal gekonnt. Ach, egal. Wir gehen einfach hier raus. Gut. Moment mal. Ist das ein Soldat? Der sieht aus wie Mario da an der Wand. Der Hauptmann wurde von Yuga in ein Gemälde verwandelt. Ach, guck mal, der Hauptmann hängt hier noch. Ist aus wie Mario. Naja. Gut. Gut, gut, gut. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. 7 Minuten sind wir schon zugange, okay. Und dann gehen wir jetzt zum Schmied. Zum lieben Schmied und lassen uns unser Schwert verbessern. Oh, warte, hier gibt's noch ein Mai Mai irgendwo. Ich höre es. Ich höre es doch. Ich hab's gerade quietschen hören. Ah, nein. Oh, hier unten irgendwo. In einer dieser Bäume. Oder unterm Stein irgendwo. Das wäre natürlich auch toll. Nein. Da ist es. Die sind immer so mies. Da muss man echt drauf hören, also. Ganz schön krass. Versteckt, so ein bisschen. Teilweise. Gut, hallo Schmied. Gib mir ein Schmerz. Ein Schmerz, Schmied. Mach mein Schwert. Hallo. Sag bloß, du hast 2 Brocken, Mastererz. Soll ich dir dein Schwert verbessern? Ja, bitte. Dann an die Arbeit. Los geht's, an die Arbeit. So, gib mir nur einen Moment Zeit. Sogar gratis? Na, wer hätte das gedacht? So ein Schwert bekommen selbst ich kein zweites Mal hin. Kennst du dieses Gefühl, dass man etwas einfach tun muss? So ging es mir mit diesem Schwert. Auch du hast wohl vieles, das du tun musst. Vielleicht kann dir dieses Schwert dabei helfen. Es ist rot. Das Wasserschwert wurde verbessert. Die Schneide ist jetzt noch schärfer. Dieses Schwert ist mein Meisterwerk. Mach guten Gebrauch davon. Yeah. Eine Verbesserung fürs Masterschwert. Vielen Dank. Das heißt, wir machen die Gegner jetzt noch schneller fertig. Und können noch besser Gras schneiden. Okay. Oder können jetzt Steine zerschneiden. Moment. Ich haue gegen... Achso, nee, das ist der Schuss. Ich dachte, irgendwann können wir vielleicht diese Baumstümpfe zerschneiden. Und dann haben wir was davon. Aber ich glaube, dem ist nicht... Oh, dem ist nicht so. Stirb. Gut. Weiß ich gerade gar nicht. Ich muss jetzt erstmal hier rechts. Rechts lang. Na du, du bist jetzt auch noch ein One-Hit. Ich glaube, du warst vorher Two-Hit. Ah, jetzt trifft er mich. Gut, hier oben war nämlich noch ein Mai-Mai. Dass ich, während ich die Schatten links gemacht habe, gesehen habe. Das habe ich auch vorher schon mal gesehen, hier. So, und wenn wir schon hier sind, gehen wir dann gleich mal zum Mama Mai Mai. Und bringen die weg. So, und holen uns aber vorher noch ein paar Herzen. Habe ich dieses Portal jetzt schon benutzt hier? Nee, habe ich noch gar nicht. Machen wir mal. Damit das auf der Karte ist. Okay. Ist auch noch ein Mai Mai irgendwo. Aha. Pöck. Gut, aber hier war ich, glaube ich, schon mal, ne? So in der Schattenwelt. Also, in dem Teil der Schattenwelt. Könntest du mal sterben? Ist auch noch irgendwo Mai Mai, im Baum bestimmt. Jawohl. Und eine Fee gab's auch noch gratis dazu. Freut mich. Aber hier war ich schon mal, also... Bin mir jetzt gerade unsicher, habe ich Mai Mai gehört? Ich weiß es nicht. Ey, ich hab dich getroffen, geh kaputt. Ich kann ja mal gegen jeden Baum rennen hier. Hier war ich noch nicht drin. Mach mal auf da. Ah, eine Biene, ja gut, die tut mir ja nichts.
Feen, okay. Dann nicht. Dann sei halt, dann behüte halt nichts Interessantes für mich. Jetzt sind die Gegner wieder da. Mann. So ein Mist. So, dann möchte ich jetzt wieder zurück nach Hyrule. Möchte noch ein bisschen Geld sammeln, weil ich möchte ja auch nochmal der Fee Geld in den Rachen schieben. Weil die muss ja auch noch irgendwas für uns haben. Sonst könnte man da nicht unendlich Geld reinschmeißen. Das, hat noch einen Sinn. Gut. Ah, das war mies. Gott. Gut, auf zum Mama Mai Mai. Und ihr die Kinder geben. Alter, was geht hier ab? Geh mal weg. Gut. Ich mag die Musik. Ja, ich bring dir deinen Nachwuchs. Und ich glaube, es reicht für ein Item. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, bei 60 war ich schon hier. 1, 2, 3, 4, obwohl, da könnten nur 50 stehen. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe gerade mal eben grob nachgezählt, natürlich. Nein, habe ich nicht. Tornadostab. Ja, bitte. Ne, sind 60, die da stehen. Jetzt habe ich wirklich kurz nachgezählt. Wow, was ist denn da kaputt? Der Tornadostab ist stärker geworden. Ich habe das gerade in den Blöcken gesehen. Das sind, die stehen so in Blöcken drin. Gut, jetzt brauche ich hier noch 3, dann kriege ich noch ein Item. Und dann noch 20 und dann haben wir alle. Ich bin gespannt, was das bringt, wenn wir alle haben. Das wäre ja toll. Das wäre so toll. Ah, wäre das toll. Wir haben jetzt den verbesserten Tornado-Stab. Hallo Biene. So ein Item wäre ganz, also so ein, können wir ein Schild mitnehmen? Können wir eins kaufen und kriegen dann so ein Schild zum Mitnehmen? Ich bin mir unsicher, ich gehe mal gucken. Es muss auch noch ein verbesserten Schild geben, auf jeden Fall. Weil es gibt in den, Achievements für die Schattenlinks steht Hyrule-Schild benutzt. Und den habe ich nicht, also gibt es ein Schild. Und ja, die Achievements spoilern einen da. Das ist ein bisschen blöde, aber egal. Die Schildkröte müssen wir noch machen hier in der Welt. Also wir hatten ja die Schildkröte, das Schildkrötenbaby hatten wir noch gar nicht gemacht. Wir hatten noch ein Schildkrötenbaby zu finden, das hatten wir ganz am Anfang. Das hatte ich schon zwischendurch wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Ich höre ein Mai Mai. Da ist eine Truhe. Ist hier oben drauf ein Mai? Da ist ein Mai Mai. Schau mal an. Gut. Das war nicht das, was ich gehört habe. Hier ist jetzt auch eins bestimmt drunter. Ja. Das sind nämlich alles noch Zeiten, wo ich Mama Mai Mai noch nicht freigeschaltet hatte. Und die sind jetzt alle nachträglich hier. Da muss man aufpassen. Das ist nämlich gar nicht so geil. Okay. Jetzt brauchen wir noch eins. Dann kommen wir direkt wieder zu Mama Mai Mai. Hier irgendwo ein Portal? Ich würde es ja feiern. Du bist nicht echt. Das weiß ich aber schon. Gibt es hier irgendwo ein Portal? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Ah, nein. Ich wollte dich eigentlich nur mit dem Strahl treffen. Warum sollte es denn hier eigentlich kein Portal geben? Das wäre doch voll doof. Das würde ich nicht tolerieren. Sowas. Die müssen doch eigentlich an jeder Ecke hängen. Ist ein Mai Mai irgendwo? Ah, da. Gut, dass man die so weit hört. Auch wenn es nur leise war, ich hab's gehört. Okay, super. Wir haben jetzt, glaube ich, wieder 80. Ja, so schnell kann's gehen. Das ist, ah, hier, genau. Den können wir auch noch hochheben jetzt. Mann, so viel zu tun jetzt. Ja, gib mir den. Dann holen wir uns das Mai Mai auch, was da drunter ist. Das haben wir ja schon gehört, dass dann Mai Mai drunter ist. Ach, schön. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Nase läuft. Was ist hier drunter? Nix, okay. Gut, jetzt kommen wir hier rein. Wir können jetzt noch an den Champion-Rennen teilnehmen, aber da habe ich jetzt gerade keinen Nerv für. Das ist mir gerade zu stressig. Gucken wir mal, ob wir die letzte Schildkröte finden stattdessen.
Das wäre eigentlich ganz toll. Glaube ich. Ich würde das als toll empfinden. Hat das was gebracht, wenn man hier rübergegangen ist? Ich hatte mir das, glaube ich, schon mal angeguckt. Ja, hat es. Aber nicht hier. Nicht in dieser Dimension. So, geh mal weg. Du auch. Dich habe ich leider mit dem Strahl getroffen, deswegen bist du nicht gestorben. Punk. Jetzt habe ich ihn da hochgedrückt. Egal. Gut, hier muss es immer noch eine Schildkröte geben. Wie kann ich drauf gehen? Ich weiß gar nicht, wie ich dir für die Rettung meiner Kleinen danken kann. Doch eines ist noch nicht zurück. Es will immer zu die Welt erforschen, leidet aber unter Höhenangst. Ich fürchte fast, dass mein kleiner Entdecker den Weg zurück nicht mehr finden konnte. Ja, ich weiß. Und bringt ihr Kleinen mich dann irgendwo hin? Nee, auf dich kann ich nicht drauf. Da ist der nächste Eingang. Da kommen wir aber erst hin, wenn wir die Schildkröten gefunden haben. Frage ist, wo ist die? Tja, hast du jetzt davon, mich anzugreifen? Ich habe gerade ein Mai-Mai gehört. Da. Komm ich da hin? Ist da oben eine Leiter. Schatten-Mai-Mai-Mama gibt's nicht, ne? Ich kann hier aber lang. Moment mal. Ach, guck mal. Da hängt's doch. Ach, ich habe so lange da oben auf Rettung gewartet. Ich dachte, dass ich nie wieder von dort fortkomme. Hier im Wasser geht es mir schon viel besser. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Danke, danke. Wie kann ich dir nur für die Rettung meiner Kleinen danken? Ich habe nichts, was ich dir zum Dank geben könnte. Du könntest mir aber auf den Rücken steigen, wenn du magst. Dann fahre ich dich gern etwas rum. Den Kleinen gefällt das auch immer. Was? Du machst dir Sorgen, dass deine Schuhe schmutzig sind? Ich bin doch eine Schildkröte und kein Teppich. Das bisschen Schmutz macht gar nichts aus. Steigt nur auf. Ach, wie knuffig. Gut, die können wir jetzt benutzen, um in den nächsten Dungeon zu kommen. Das ist doch schön. Gut. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um, weil ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Oh, zwei Bienen. Wie überaus praktisch. Mach die fertig. Ach, wie toll. So, und du kommst mit in die Tasche. Stirb mal. So. Hat der Händler hier andere Sachen? Habe ich das schon mal geguckt? Ich glaube nicht, oder? Der hat Bienen. Ein echter Kenner. Hier haben wir die Goldbiene, ausgezeichnete Wahl. Was? Moment. Was hat der gesagt? Jetzt kauf schon was. Okay. Fluch der Rückwärts. Okay. Ich glaube, ich war hier an der Stelle, war ich schon mal, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. War ich hier schon mal? Da ist eine Kiste, hier war ich noch nicht. Moment, die holen wir uns noch und dann beenden wir den Part. Ich vermute hier noch was drin im Baum. Eine Biene, na gut. Was ist das? 100 Rubine. Okay, ich werde hier den Part beenden. Wir haben schon wieder... Oh. Wir haben schon wieder genug Zeit verplempert hier in Golden Hyrule. Wir werden im nächsten Part dann mal zu dem Dungeon da unten rechts gehen und schauen, was wir dort erwarten können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.